In der Urzeit hatten die Menschen ihre eigenen Vorstellungen vom Universum. Sie waren voller Mythen und hatten mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Einige glaubten, die Erde werde von 6 Elefanten getragen, die am Rücken einer riesen Schildkröte stünden. Andere stellten sich vor, unser Planet sei flach wie eine Scheibe und zur Gänze von Wasser umgeben. Dieser Stein ist der Überrest einer babylonischen Weltkarte. Er ist stummer Zeuge einer längst vergangenen Kultur. Als erster erkannte ein Grieche vor ca. 3000 Jahren, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Aus Beobachtungen mit dem bloßen Auge schloss er richtig auf das uns heute bekannte Sonnensystem. Mit der Sonne im Zentrum, um die sich unser Heimatplanet dreht. Doch diese Beschreibung galt als gottlos und wurde verworfen. Die Kirche glaubte, dass Gott im Himmel auf uns Menschen herabsehe und die Erde daher das Zentrum des Universums sei, um das sich Sonne, Mond und Sterne bewegen. Gegen diese Lehrmeinung wurde kein Widerspruch geduldet. Bis mit der Erfindung des Fernrohrs Anfang des 17. Jahrhunderts neue Entdeckungen möglich wurden. Die Geräte boten anfangs nur mangelnde Qualität. Trotzdem enthüllten sie Details, die die Menschen überraschten. Die Umlaufbahnen der Himmelskörper und ihre Entfernungen konnten jetzt exakt vermessen werden. Und schon bald fanden sich unwiderlegbare Beweise dafür, dass doch nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum sitzt und die Planeten um sie kreisen. Es wurden immer größere Fernrohre gebaut. Die optische Qualität verbesserte sich. Die Astronomen konnten tiefer ins All blicken. Trotz aller technischen Fortschritte ließen die Geräte aber immer noch nur verschwommene Abbildungen zu, die mittels Handzeichnungen festgehalten wurden. Das Aufkommen der Fotografie beschleunigte die Entwicklung der Astronomie. Lange Belichtungszeiten sammeln mehr Informationen auf dem Film, als das bloße Auge sehen kann. Die weißen Lichtpunkte entpuppten sich schließlich als farbenfrohe Objekte mit komplexen Strukturen. Mitte des 20. Jahrhunderts begann eine neue Ära. Die Astronomen drangen ins All vor. Sie schossen ihre Instrumente in Erdumlaufbahnen, um oberhalb der störenden Erdatmosphäre Messungen vorzunehmen. Die gewonnenen Daten offenbarten einen neuen, ganz anderen Kosmos. Sie machten deutlich, dass unsere Erde nur eine unbedeutende Rolle in ihm spielt. Man erkannte, dass sich im All Dimensionen auftun, die jenseits aller menschlichen Erfahrungen liegen.
Allein unser Sonnensystem hat schier unglaubliche Ausmaße. Die Entfernung Erde-Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer. Eine Strecke, für die Licht etwas mehr als 8 Minuten benötigt. Der Durchmesser der Sonne ist 100-mal größer als der der Erde. Sie hat 1000-mal mehr Masse als alle 9 Planeten zusammen. Ihr Alter beträgt etwa 4,5 Milliarden Jahre. Entstanden ist sie aus einem Nebel aus Gas und Staub. Ihre Oberfläche ist daher nicht fest wie die der Erde, sondern gasförmig. War ursprünglich unsere Erde vom Mittelpunkt der Welt an den Rand des Sonnensystems gerückt, so gilt längst auch unsere Sonne nicht mehr als Zentrum, sondern nur als ein Stern, der mit einer großen Zahl weiterer Sterne ein weitläufiges System, die Milchstraße, bildet. Auch wenn es den Anschein hat, dass wir das schmale Lichtband von außen betrachten, sind wir doch Teil von ihm. Von seiner Schwerkraft angezogen, umkreisen wir den hellen Kern in einer Entfernung von etwa 25.000 Lichtjahren. Der nächste Stern, Proxima Centauri, ist 38 Billionen Kilometer. Das sind 38 Millionen Millionen Kilometer entfernt. Solch astronomische Distanzen werden in Lichtjahren angegeben. Die Entfernung Proxima Centauri Erde beträgt 4,3 Lichtjahre. Sein Licht benötigt 4 Jahre und 4 Monate, bis es die Erde erreicht. Er ist kleiner und leuchtschwächer als unsere Sonne und hat eine kühlere Oberfläche. Proxima Centauri ist ein sogenannter Zwergstern. Er wird von Alpha Centauri, einem Doppelsternsystem, in eine Umlaufbahn gezwungen. Er umkreist die beiden Sterne in so großer Entfernung, dass er 2 Millionen Jahre braucht, um sie einmal zu umrunden. Die Räume zwischen den Sternen sind so gut wie leer. Durchschnittlich einem einzigen Atom pro Kubikzentimeter gibt es zwar Materie, doch ist sie extrem dünn verteilt. Auf große Distanzen summieren sich die wenigen Atome jedoch zu einer solchen Dichte, dass sie als Nebel sichtbar werden, wie im Zentrum der Milchstraße. Dort ist die Materiekonzentration noch höher. Die hellen Gas- und dunklen Staubwolken in der Scheibe sind so dicht, dass sie den direkten Blick auf das galaktische Zentrum verdecken. Alle Himmelskörper sind ständigen und dramatischen Veränderungen unterworfen. Da sich diese Prozesse über lange Zeiträume erstrecken und in großen Entfernungen ablaufen, können wir sie von der Erde aus nicht wahrnehmen. Die Objekte wirken daher statisch und unveränderlich. Aber der Schein trügt. Wie beim Adlernebel. Aus einer Entfernung von 7000 Lichtjahren wirkt er klein wie ein Punkt. Doch seine Ausmaße sind riesig. Seine Materie ist großräumig verteilt. An den Rändern beträgt sein Durchmesser etwa 70 Lichtjahre. Damit ist er über 100.000 Mal größer als unser Sonnensystem. Sein schwaches Leuchten wird von der Strahlung der Sterne angeregt, die sich in seinem Inneren befinden. Es sind junge Sterne, die sich erst vor wenigen Millionen Jahren aus seinem Gas gebildet haben. Ihr ultraviolettes, hochenergetisches Licht ist so intensiv, dass es den Nebel zerstört. Es frisst sich tief in seine Materieschichten und zersetzt deren molekulare Struktur. So ist der riesige, höhlenartige Innenraum entstanden. Noch sind die Prozesse der Sternentstehung im Adlernebel nicht abgeschlossen.
Neben den bereits fertig gebildeten Himmelsobjekten gibt es eine Vielzahl von Protosternen, die sich im Frühstadium ihrer Entwicklung befinden. Die meisten von ihnen sitzen in den drei Türmen im Zentrum. Nur die größten und hellsten von ihnen machen sich als schwach schimmernde Lichtpunkte bemerkbar. Die Protosterne wachsen unaufhaltsam, indem sie mit ihrer Schwerkraft große Mengen des Materials an sich ziehen, das sich hauptsächlich aus gasförmigem Wasserstoff und mikroskopisch kleinen Staubpartikeln zusammensetzt. Das ist der Rohstoff, den die Sternenembryos für ihre Entwicklung brauchen, an deren Ende viele von ihnen solch gigantische Ausmaße besitzen werden wie unsere Sonne. Während sie zu immer größeren Gaskugeln heranwachsen, fressen sie die Türme von innen her auf. Diese Prozesse gehen langsam vor sich, denn jeder der Türme hat das Ausmaß von etwa einem Lichtjahr und besitzt große Mengen an Gas und Staub. Von außen sind die Nebel der aggressiven Strahlung der fertigen Sterne ausgesetzt. Obwohl sie mehrere Lichtjahre weit entfernt sind, ist ihr Licht so energiereich, dass es die äußeren Schichten der bizarr geformten Molekülwolken aufheizt. Das bewirkt, dass der Wasserstoff seine Verbindung mit dem Staub löst und verdampft. Bis sich die Protosterne fertig gebildet haben, dauert es noch mehrere Millionen Jahre. Sie befinden sich heute in jener Frühphase, die unsere Sonne vor etwa 4,5 Milliarden Jahren durchlaufen hat. Die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie. Sie besteht aus 100 Milliarden Sternen. Ihr Durchmesser beträgt 100.000 Lichtjahre. Das System rotiert mit 220 Kilometern pro Sekunde. Jeder Lichtpunkt außerhalb unserer Milchstraße ist eine weitere Galaxie. Jede von ihnen umfasst ebenfalls 100 Milliarden Sterne und mehr. Heute schätzen wir die Zahl der Galaxien im gesamten Universum auf über 100 Milliarden. 100 Milliarden Galaxien mal 100 Milliarden Sterne. Wo die Grenzen des Kosmos tatsächlich liegen, wissen wir noch nicht. Seit mehreren tausend Jahren beobachten die Menschen die Sterne und haben die unterschiedlichsten Theorien über den Kosmos entwickelt. Doch erst heute gewinnen die Astronomen Einblicke in die Vorgänge in den unendlichen Weiten des Alls, die uns ein neues Bild des Universums zeichnen, so wie es tatsächlich zu existieren scheint. Wir haben in den letzten 70 Jahren mehr über den Kosmos gelernt als in den Jahrtausenden zuvor. Alles begann 1929. Damals stand das größte Teleskop der Welt im Mount Wilson Observatorium in Kalifornien.
Hier machte der Astronom Edwin Hubble eine Entdeckung, die eine Revolution in der Welt der Wissenschaft auslösen sollte. Alle bis dahin gültigen Theorien über das Universum waren mit einem Schlag überholt. Alrighty. Er hatte entdeckt, dass viele der Lichtpunkte am Nachthimmel nicht Sterne unserer Milchstraße, sondern ferne, eigenständige Galaxien sind. Hubble und sein Kollege Jameson analysierten die Strahlung der fernen Himmelskörper. Sie bedienten sich einer Technik, die die Strahlung in seine Wellen zerlegt und in ihr enthaltene Informationen sichtbar macht. Schon 300 Jahre zuvor von Isaac Newton entdeckt, wird das Licht der Himmelsobjekte mittels Prisma in seine Grundfarben aufgefächert. In dem sogenannten Spektrum wird eine Vielzahl feiner Linien sichtbar. Jede dieser Spektrallinien steht für eines der chemischen Elemente. Zum Beispiel Eisen, Nickel, Wasserstoff und Calcium. Jedes Element hat seinen festen, vorgegebenen Platz. Hubble untersuchte die Spektren vieler Galaxien und konzentrierte sich dabei auf die Wasserstoff-Calcium-Linien. In keinem einzigen Spektrum bildeten sie sich an ihrem vorgegebenen Platz ab, sondern waren verschoben. Je entfernter die Galaxie, umso stärker fiel die Verschiebung aus. Dieses Phänomen hängt mit den Eigenschaften des Lichts zusammen. Lichtwellen werden bei bewegten Objekten nicht gleichmäßig nach allen Richtungen abgestrahlt. Sie werden zusammengeschoben, wenn sich das Objekt dem Betrachter nähert, und sie werden gedehnt, wenn sich das Objekt vom Betrachter entfernt. Dieser Doppler-Effekt, benannt nach seinem österreichischen Entdecker, ist für das Auge nicht sichtbar. Komprimierung und Dehnung der Wellen zeigen sich aber in der Verschiebung der Spektrallinien. Nähert sich eine Strahlungsquelle der Erde, werden ihre Lichtwellen zusammengeschoben. Die Spektrallinien verschieben sich zum Blau. Entfernt sich der Himmelskörper, dehnen sich die Wellen, die Linien werden zum Rot verschoben. Wie ein Tachometer zeigt der Grad der Verschiebung die Geschwindigkeit des Objektes an. Je schneller es sich bewegt, desto größer ist die Verschiebung. Hubbles Entdeckung war also, dass sich die Galaxien von uns entfernen. Die Fluchtgeschwindigkeiten liegen zwischen wenigen hundert bis mehreren tausend Kilometern pro Sekunde. Diese Erkenntnis stand im krassen Widerspruch zur damaligen Theorie, dass der Kosmos statisch sei. Solange die Menschen die Sterne beobachtet hatten, konnten sie keine Veränderungen registrieren. Nacht für Nacht befinden sie sich präzise an der gleichen Stelle. Deshalb nannte man sie Fixsterne. Überraschend war nun, dass sie sich von uns wegbewegen. Für diese Beobachtung gab es nur eine einzig mögliche Erklärung. Der Kosmos ist nicht statisch. Die Galaxien entfernen sich voneinander. Das Universum expandiert. Die Abstände zwischen den Himmelskörpern vergrößern sich nach allen Richtungen. Von jeder x-beliebigen Galaxie aus ist dasselbe zu beobachten. Alle anderen Punkte entfernen sich. Wenn das Universum wächst, was war dann in der Vergangenheit? Dreht man die Bewegung um und geht in der Zeit zurück, schrumpft der Raum. Die Galaxien nähern sich einander und verschmelzen. Waren alle Sterne und Galaxien früher verdichtet in einem winzigen Punkt? Einem Anfangspunkt? Konsequent zu Ende gedacht, wurde ein neues Weltmodell kreiert, kühner und absurder als alles, was es zuvor gegeben hatte. Es besagt, das Universum hat einen Anfang. Vorher existieren weder Zeit noch Raum. Was die Expansion ausgelöst hat, wissen wir nicht. Zu Beginn gibt es nur Strahlung. Es herrschen extreme Umstände mit unendlich hohen Temperaturen und sehr großem Druck.
Bereits wenige Minuten nach dem Urknall bildet sich Materie, hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Aus diesem Urplasma entstehen nach wenigen Millionen Jahren die ersten Sterne. Durch die gegenseitige Schwerkraft angezogen, formen sie Galaxien. Die Galaxien bilden Gruppen und Haufen. Die Urmaterie, die anfangs gleichmäßig verteilt ist, konzentriert sich immer mehr in den Himmelskörper. Eine Entwicklung, die überall im Universum abläuft. Es entstehen großräumige Strukturen. Die unendlich hohe Strahlungstemperatur vom Anfang kühlt mit der Ausdehnung des Raumes ab. Sie liegt heute im gesamten Kosmos nahe dem absoluten Nullpunkt von 0 Kelvin bei minus 270 Grad Celsius. Die Größe, die das Universum bis jetzt erreicht hat, wird auf einen Durchmesser von 15 Milliarden Lichtjahren geschätzt. Und es dehnt sich weiterhin aus. Ein Universum, das einen Anfang hat und aus dem Nichts entstanden ist und das bis ins Unendliche wächst, ist nicht gerade das, was man beim Anblick der scheinbar unbeweglichen Sterne am Nachthimmel vermuten würde. Selbst anerkannte Wissenschaftler wie Einstein waren damals überzeugt, dass das Universum statisch sei und schon ewig existieren würde. Doch je besser die Teleskope wurden und je ausgereifter ihre Technik, desto effektiver wurden die Beobachtungsmethoden. Und ein Heer von Astronomen ist auf der Jagd nach Messdaten, um Beweise für das neue Weltmodell zu finden. Der wichtigste Hinweis auf den Urknall sollte von einer kosmischen Strahlung kommen, die im All gemessen wurde. Die Theorie behauptet, dass es am Anfang unendlich heiß gewesen sein muss. Mit der Ausdehnung des Raumes ist die Strahlungstemperatur gesunken. Mit jeder Verdoppelung des Radius hat sie sich halbiert. Trotz der enormen Größe, auf die das Universum bis heute angewachsen ist, muss ein Rest dieser Strahlung noch immer vorhanden sein. Und tatsächlich. Im All konnte eine Strahlungstemperatur gemessen werden. 2,7 Kelvin oder minus 270 Grad Celsius, also knapp über dem absoluten Nullpunkt. Die Wellen dieser Strahlung kommen gleichmäßig aus allen Himmelsrichtungen. Eine Strahlungsquelle wie zum Beispiel eine entfernte Galaxie oder ein Stern lassen sich nicht orten. Ohne Quelle stammt sie aber wohl direkt aus dem heißen Urknall. Diese sogenannte Hintergrundstrahlung zeigt sich als Rauschen am Fernsehschirm. Sie ist das Echo des Urknalls. Ein weiterer Hinweis auf den Urknall liegt in der Zusammensetzung der Materie im Kosmos. Insgesamt existieren 92 verschiedene chemische Elemente. Die beiden einfachsten Elemente, Wasserstoff und Helium, haben mit 98% den größten Anteil. Mit 2% der restlichen Masse ist der Anteil der anderen 90 Elemente verschwindend gering. Diese ungleiche Verteilung überrascht, passt jedoch in das Modell des expandierenden Universums. Der Theorie nach sind wenige Minuten nach dem Urknall fast ausschließlich nur die zwei Elemente Wasserstoff und Helium entstanden. Danach waren Temperatur und Druck so rasch abgefallen, dass sich keine weiteren Elemente mehr bilden konnten. Das Weltall bestand am Anfang also hauptsächlich aus diesen beiden Grundelementen. Erst als sich nach einigen Millionen Jahren aus den Nebeln Sterne gebildet hatten, waren die Voraussetzungen für die Entstehung neuer Elemente wieder gegeben. Im Inneren der Sterne herrschen sehr hohe Temperaturen und extreme Druckverhältnisse. Und sie sind über große Zeiträume stabil, lange genug, um alle weiteren 90 Elemente, die wir im Kosmos vorfinden, auszubrüten.
Diese Prozesse gehen langsam vor sich. Sie dauern Millionen oder Milliarden Jahre. Daher wurden aus dem im Urknall gebildeten Wasserstoff und Helium bis heute erst etwa 2% in weitere Elemente umgewandelt. Je mehr Sterne entstehen, auch heute noch, und je älter das Universum dabei wird, umso größer wird der Anteil der schweren Elemente. Er müsste demnach früher im jungen Universum geringer gewesen sein. Das können wir überprüfen. Mithilfe von Satelliten blicken wir weit in die Tiefe des Raums und damit zurück in die Vergangenheit des Kosmos. Das Licht der Galaxien zeigt uns heute ein Bild der Himmelsobjekte in dem Zustand, in dem es von diesen abgestrahlt wurde. Wir können also die Zusammensetzung ihrer Materie zum damaligen Zeitpunkt feststellen. Das Licht dieser Galaxie war ca. 14 Milliarden Jahre zur Erde unterwegs. Wir sehen sie in einem Zustand, in dem das Universum mit 1 bis 2 Milliarden Jahren selbst noch sehr jung war. Und tatsächlich, die Spektren dieser Objekte zeigen, außer Wasserstoff und Helium, kaum weitere Elemente an. Ihre Sterne hatten noch nicht genügend Zeit, die beiden Grundelemente in höherwertige umzuwandeln. Anhand dieser fernen Himmelskörper lässt sich also nachvollziehen, wie die Entwicklung des Universums verlaufen ist. Die Theorie des Urknalls scheint ein weiteres Mal bestätigt. Die Astronomen sind sich heute sicher. Der Kosmos ist in einem Urknall entstanden und dehnt sich seither aus. Die einzig denkmögliche Alternative wäre ein statisches Universum. Doch die physikalischen Gesetzmäßigkeiten sprechen dagegen. Aufgrund der Schwerkraft würden sich alle Sterne und Galaxien gegenseitig anziehen und in einem Punkt verschmelzen. Ein statischer Kosmos wäre längst in sich zusammengefallen. Ihm würde eine Energie fehlen, die der Schwerkraft entgegenwirkt. Die kinetische Energie der Expansion. Diese Energie gibt es nur in einem dynamischen Universum. Das Universum ist aus dem Nichts entstanden. Am Anfang war reine Strahlung. Es war unendlich heiß. Die Expansion des Raumes erreichte Überlichtgeschwindigkeit. Sie erfolgte so schnell, dass sich die Temperatur bereits in den ersten Sekundenbruchteilen auf wenige Milliarden Grad reduzierte. Bei diesen hohen Energien bildete sich Materie, Quarks und Antiquarks, die sich gegenseitig vernichteten, gleich wiederbildeten, wiedervernichteten und so weiter. Es gab jedoch mehr Quarks als Antiquarks, die Bausteine, aus denen bereits wenige Stunden nach dem Urknall die einfachen Elemente Wasserstoff und Helium entstanden. Der Kosmos war jetzt gefüllt mit einem heißen, undurchsichtigen Plasma, das von der gewaltigen Energie der Expansion mitgerissen wurde. Durch die Ausdehnung des Weltalls sank die Strahlungstemperatur. Nach etwa 300.000 Jahren betrug sie nur noch 3.000 Grad. Die Verteilung der Materie im Raum war nicht vollständig gleichmäßig. Es gab Unregelmäßigkeiten, die dazu führten, dass sich der Wasserstoff an bestimmten Stellen verdichtete. Die komplexen Prozesse der Sternentstehung hatten begonnen. Nebel, die sich verdichten, erreichen im Kern eine höhere Schwerkraft, die immer mehr Materie aus der Umgebung anzieht. Durch Reibung und chemische Vorgänge erhitzt sich der Wasserstoff so stark, dass er hell zu leuchten beginnt.
Die einsetzende Strahlung bläst die restlichen Nebel weg. So entstehen riesige Leerräume. Wenige Millionen Jahre nach dem Urknall hatten sich die ersten Sterne gebildet. Sterne entwickeln sich nie einzeln. Sie werden immer in Gruppen geboren. Gefangen durch die gegenseitige Anziehungskraft sammeln sie sich zu großen Haufen, die bis auf mehrere Millionen Mitglieder anwachsen. So entstanden die ersten Galaxien. Kleine kosmische Gebilde mit unregelmäßigen Formen. Sogenannte Zwerggalaxien. Das Weltall war jetzt 1 Milliarde Jahre alt. Obwohl es weiterhin rasch expandierte, war es verglichen mit heute noch sehr klein. Und die jungen Galaxien waren sich nahe. Nahe genug, um von der Schwerkraft gegenseitig angezogen zu werden. Sie stürzten ineinander. Wenn zwei Galaxien verschmelzen, berühren sich ihre Sterne kaum. Zu groß sind die Entfernungen zwischen ihnen. Doch ihre Gaswolken haben riesige Ausdehnung. Sie prallen aufeinander. Ihre Stoßwellen setzen Prozesse in Gang, die neue Sterne entstehen lassen. Nach dem Verschmelzen der Zwerggalaxien waren kosmische Riesen mit Kugelformen entstanden. In jeder von ihnen bewegten sich jetzt mehr als 100 Milliarden Sterne. Durch den Zusammenstoß wurden die Sterne auf ihren Kreisbahnen in den Galaxien so stark beschleunigt, dass ihre Fliehkräfte sie nach außen schleuderten. Die Kugelformen der Galaxien flachten ab und wurden elliptisch. Auch die Staub- und Gaswolken wurden tausende Lichtjahre weit nach außen getragen und formten sich zur Scheibe. Im Kern blieb die Sternendichte sehr viel höher. Deswegen leuchtet er heller. Dort rotieren die Sterne auch schneller als außen. Arme begannen sich auszubilden. Über Zeiträume von mehreren Milliarden Jahren hatten sich Spiralgalaxien entwickelt. Die Durchmesser betragen durchschnittlich 100.000 Lichtjahre. Von der Seite entpuppen sie sich als flache Scheiben. Selbst auf größte Entfernungen bleiben die Galaxien gravitativ miteinander verbunden. Sie bildeten kleine Gruppen und große Haufen. Es entstanden immer großräumigere Strukturen mit tausenden Mitgliedern. Das Universum wächst unaufhaltsam weiter. Und Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Expansion des Raumes nie enden wird. Die Galaxien werden sich weiter voneinander entfernen. Der Kosmos wird leerer, dunkler und kälter. Die Zeit, die seit dem Urknall bis heute vergangen ist, wird auf ca. 15 Milliarden Jahre geschätzt. Die Vorstellung, dass diese unendlichen Weiten die Materie aller Galaxien und Sterne
aus einem winzig kleinen Punkt heraus entstanden sind, mag uns paradox erscheinen. Doch wir müssen erkennen, nicht die Natur ist paradox. Paradox ist lediglich das Bild, das wir uns bisher von ihr gemacht haben. Und je mehr wir verstehen, desto eher erkennen wir, wie viel Unbekanntes noch vor uns liegt. Mit dem bloßen Auge können wir einige tausend Sterne am Nachthimmel wahrnehmen. Weil sie viele Lichtjahre weit entfernt sind, erscheinen sie uns bloß als kleine Lichtpunkte. Durch ihre Gravitation sind sie auch auf große Entfernungen miteinander verbunden. Und sie bilden übergeordnete Himmelskörper, die Galaxien. Unsere Galaxis, die Milchstraße, besteht aus etwa 100 Milliarden Sternen. Genauer 100 Milliarden Sonnenmassen. Dazu zählt man die Sterne und alle Nebel, die aus Gas und Staub bestehen und über die gesamte Galaxis mit ihrer Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren großräumig verteilt sind. Seit die Menschheit den Kosmos erforscht, beschäftigt sie sich mit dem Wesen der Sterne. Die Wissenschaftler untersuchen dabei den am genauesten, der unserem Planeten Erde am nächsten ist. Unsere Sonne. Obwohl sie unveränderlich wirkt, so existiert sie doch nicht ewig. Sie durchläuft einen Lebenszyklus. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Die Sonne ist eine riesige, glühende Gaskugel. Die Oberfläche der Sonne ist nicht fest. Ihre Materie besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Von gewaltigen Prozessen im Inneren getrieben, ist sie ständig in Bewegung. Und obwohl sie, verglichen mit anderen Sternen, nur ein durchschnittlich großer Himmelskörper ist, hat sie dennoch beeindruckende Ausmaße. Ihr Durchmesser ist mit ca. 1,5 Millionen Kilometer mehr als 100 Mal größer als der der Erde. Sie hat 1000 Mal so viel Masse wie alle Planeten zusammen. Die Schwerkraft an ihrer Oberfläche ist fast 28 Mal größer als auf der Erde. Sie ist wie die Erde 4,6 Milliarden Jahre alt. Die Sonne schleudert ihre Gase tief in den Weltraum. Solche Gasausbrüche nennt man Protuberanzen. Ursache dafür sind gewaltige Energien, die durch physikalische Vorgänge im Inneren entstehen. Diese Protuberanzen strömen entlang von Magnetlinien. Sie haben ihren Ursprung in Magnetpolen, die in großer Zahl über die gesamte Sonnenoberfläche verstreut sind. Die Kräfte sind so groß, dass die Protuberanzen bis zu 500.000 Kilometer weit ins All reichen. Manchmal fällt das Material schon nach wenigen Stunden wieder zurück auf die Sonne. Manchmal schwebt es wochenlang im Raum. Plötzliche Helligkeitsausbrüche werden Flares genannt. Diese Eruptionen sind von größter Energie getrieben. Sie dauern oft nur wenige Minuten und lösen sogar Sonnenbeben aus.
Vom Sonneninneren wird ständig Gas an die oberste Schicht, die Photosphäre, transportiert. Dort kühlt es ab und sinkt wieder nach unten. Ein Prozess, der abläuft wie bei siedendem Wasser. Dabei bilden sich die sogenannten Granulen. Jede durchschnittlich 1300 Kilometer groß, aber mit 5 bis 10 Minuten sehr kurzlebig. Störungen im Magnetfeld der Sonnenoberfläche werden Sonnenflecken genannt. Einige sind größer als unsere Erde. Die Sonne ist kein besonders heißer Stern. Die Temperatur an ihrer Oberfläche beträgt knapp 5800 Kelvin. Das sind ca. 5500 Grad Celsius. Protuberanzen und Flares weisen weit höhere Werte auf. Auch die Korona ist mit mehreren Millionen Kelvin sehr heiß. Die höchsten Temperaturen gibt es aber im Inneren der Sonne. Im Kern betragen sie 15 Millionen Kelvin. Bei diesen hohen Temperaturen bewegen sich die Atomkerne sehr schnell und verschmelzen zu einem größeren Kern. Aus Wasserstoff wird Helium. Dieser Fusionsprozess setzt Energie frei, die durch Strahlung nach außen transportiert wird, um dann mit Lichtgeschwindigkeit in nur 5,5 Stunden unser Sonnensystem zu durchqueren und danach das ganze Universum. Das sichtbare Licht ist nur ein kleiner Teil dessen, was die Sonne abstrahlt. Mittels Falschfarbendarstellungen können wir auch jene Bereiche der elektromagnetischen Wellen sichtbar machen, die unser Auge nicht wahrnehmen kann. Die Bandbreite der elektromagnetischen Strahlung erstreckt sich von den kurzwelligen und energiereichen Gammastrahlen über die Röntgenstrahlen, das ultraviolette Licht, das für uns sichtbare weiße Licht mit seinen Spektralfarben, bis hin zur langwelligen Infrarotstrahlung und Radiostrahlung. In jeder Sekunde wandelt die Sonne 600 Millionen Tonnen des Wasserstoffs in Helium um. Trotz dieser großen Mengen reicht der Wasserstoffvorrat aber für einen Zeitraum von ca. 10 bis 11 Milliarden Jahren. Während dieser Zeit sammelt sich das Helium im Kern an. Dort läuft die Kernschmelzung ab. Dort sitzt das Kraftwerk, das die Sonne über den gesamten Zeitraum strahlen lässt. Wenn der Wasserstoff dann zu Ende geht, verebben die Fusionsprozesse. Der Kern ist jetzt zur Gänze in Helium umgewandelt und enthält keinen Wasserstoff mehr, der fusioniert werden kann. Wasserstoff gibt es aber noch in den äußeren Schichten, wohin sich die Prozesse nun verlagern. Wie eine Schale umschließt die Zone des sogenannten Wasserstoffbrennens die Kernregion, weshalb es auch Schalenbrennen genannt wird. Diese Vorgänge stören das Gleichgewicht zwischen dem Gas- und Strahlungsdruck einerseits und der Schwerkraft andererseits. Ein Gleichgewicht, das die Sonne über 10 Milliarden Jahre lang stabil gehalten hat. Jetzt tritt sie in eine neue Phase, in der sich ihr Erscheinungsbild dramatisch verändern wird. Da sich Gas- und Strahlungsdruck erhöhen, werden die oberen Materieschichten nach außen getrieben. Die Sonne beginnt sich aufzublähen.
Sie verschluckt die zwei inneren Planeten. Zuerst Merkur, dann die Venus. Die Sonne verändert ihre Farbe in ein tiefes Rot. Denn durch die Expansion kühlt die Temperatur an der Oberfläche um etwa 3000 Grad ab. Die Erde ist nun der nächste Planet. Sie wird den Wandel der Sonne ebenfalls nicht schadlos überstehen. Da ihr die Sonnenoberfläche immer näher kommt, erwärmt sie sich langsam. Ihre Atmosphäre verglüht ins All. Die Ozeane verdampfen. Jegliches Leben erlischt. Aus unserem blauen Planeten wird ein glühender Materieklumpen. Aufgeheizt auf mehrere tausend Kelvin. Heiß wie Lava. Die Sonne hat sich in der Zwischenzeit bis zur Erdumlaufbahn ausgedehnt. Über einen Zeitraum von 500 Millionen Jahren ist sie auf das 100-fache ihrer ursprünglichen Größe angewachsen. Aus einem durchschnittlich großen Himmelskörper ist ein Riesenstern geworden. Ein roter Riese. Was von unserem Heimatplaneten noch übrig ist, wird von den enormen Energien bald zur Gänze zerstört sein. Der rote Riese beginnt immer heftiger zu pulsieren. Chemische und physikalische Prozesse verändern die Eigenschaften seiner Materie. Dadurch dringt einmal mehr Strahlung nach außen und der Stern bläht sich auf, gefolgt von einer Periode mit geringerer Strahlung, während der Stern schrumpft. Die Bewegungen werden so heftig, dass Materie ins All geschleudert wird. Hier das Bild eines Sterns in einer späteren Phase. Jede dieser konzentrischen Kreise ist in Wirklichkeit eine Schale, die durch seine Pulsbewegungen abgeworfen wurde und den Stern umhüllt. Dies geht mehrere Millionen Jahre lang, bis er in einer nächsten Phase die äußeren Materieschichten durch einen noch heftigeren Sternenwind komplett abwirft. Übrig bleibt der Heliumkern. Sehr heiß und klein wie ein Planet. Seine Bezeichnung: Weißer Zwerg. Dieser Stern hat die letzte Phase in seinem Lebenszyklus erreicht. Unsere Sonne wird diesen Wandel zum roten Riesen und danach zum weißen Zwerg nach heutiger Schätzung erst in etwa 7 Milliarden Jahren durchlaufen. Eine Entwicklung, die wir bei anderen Sternen schon heute beobachten können. Dieses Objekt ist ein weißer Zwerg. Der Kern einer ehemaligen Sonne. Er hat seine äußere Materiehülle schon abgestoßen. Seitdem breitet sich das Material ungehindert aus. Auch wenn die Hülle wie eine Scheibe wirkt, so hat sie doch Kugelform. Denn Sterne stoßen ihr Material in der Regel gleichmäßig nach allen Richtungen ab. Der Name des Objekts: Helixnebel. Seine Größe: circa ein Lichtjahr. Das Gas breitet sich ungehindert aus.
da es von keinem anderen Himmelskörper und dessen Schwerkraft gebremst wird. Seine Geschwindigkeit liegt bei 30 Kilometern pro Sekunde. Das sind mehr als 100.000 Kilometer pro Stunde. Welche Dimensionen und Kräfte im Spiel sind, lässt sich erahnen, wenn man weiß, dass jeder dieser tropfenförmigen Globulen etwa doppelt so groß ist wie unser Sonnensystem. Ihre kometenhaften Schweife haben eine Länge von bis zu 200 Billionen Kilometer. Das ist 1000 Mal die Entfernung Erde-Sonne. Ein anderer Stern wird von seinem Nebel noch dicht umhüllt. Daraus kann man schließen, dass der Abwurf erst vor kurzem stattgefunden hat. Kurz bedeutet im Leben eines Sterns einige tausend Jahre. Bei diesem Objekt, dem Katzenaugennebel, haben die Astronomen die Expansion der Gashülle sichtbar gemacht. Im Abstand von 3 Jahren, fotografiert, zeigen die beiden Aufnahmen, wie sich die Gaskugel vergrößert. Ihr Radius ist in diesem Zeitraum um einige Milliarden Kilometer gewachsen. Wenn der Stern seine Hülle abwirft, verliert er etwa die Hälfte seiner Masse. Was übrig bleibt, hat aber nicht halbe Größe, sondern ein sehr viel kleineres Volumen. Die Materie wurde stark zusammengepresst. Noch im Inneren des roten Riesen, lange bevor die Hülle abgestoßen wurde, ist sie vom enormen Gewicht der eigenen Masse langsam komprimiert worden. Der übrig gebliebene Kern ist so auf Planetengröße geschrumpft. Die verschiedenen Farben geben Hinweis auf die Elemente, aus denen die Nebel bestehen. Grün zeigt hier Wasserstoff an. Rot Stickstoff. Blau steht hier für Sauerstoff. Die Formen sind äußerst vielfältig. Obwohl es sich bei diesen Objekten um Überreste von Sternen handelt, werden sie planetarische Nebel genannt. Der Begriff stammt aus einer Zeit, als die Teleskope noch nicht genügend scharfe Bilder lieferten und die Astronomen glaubten, nebelumwobene Planeten zu beobachten. Je weiter sich der Nebel ausbreitet, desto dünner und durchsichtiger wird er. Übrig bleibt der nackte weiße Zwerg. Wie hier, wo sich gleich mehrere weiße Zwerge in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. Sie kühlen ab und ziehen ihre Bahnen durch die unendlichen Weiten der Galaxis. Rote Riesen, planetarische Nebel und weiße Zwerge sind also nicht unterschiedliche Sterntypen, sondern stellen verschiedene Phasen im Leben eines Sterns dar. Wie verhält es sich mit den zahlreichen anderen Sternarten, die es gibt? Eines der rätselhaftesten Objekte wurde von den Astronomen erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckt. Es war ein Stern im Zentrum des Krebsnebels. Er strahlt sein Licht nicht gleichmäßig ab, sondern wechselt zwischen kurzen Phasen, in denen er aufleuchtet und wieder verschwindet.
Dies in Bruchteilen einer Sekunde. Seine Strahlung setzt sich aus pulsartigen Signalen zusammen, die sich so präzise wiederholen, dass man schon glaubte, auf Botschaften außerirdischen Lebens gestoßen zu sein. Doch man erkannte, dass der Stern die Strahlungsquelle ist. Er strahlt seine Energie nicht gleichmäßig nach allen Seiten ab, sondern kegelförmig an den Polen. Trifft einer der Strahlenkegel die Erde, registrieren wir einen Puls. Davon abgeleitet bekam er seinen Namen, Pulsar. 30 Pulse in der Sekunde bedeuten, dass der Stern 30 Mal in der Sekunde rotiert. Da er nicht von den enormen Fliehkräften zerfetzt wird, muss seine Materie besondere Eigenschaften aufweisen. Ein solch bizarres Himmelsobjekt wurde von Physikern bereits Jahrzehnte zuvor theoretisch berechnet und vorhergesagt. Sie gingen davon aus, dass die Sternentwicklung von einem Faktor dominiert wird: der Schwerkraft. Schon für die Geburt eines Sterns ist sie von entscheidender Bedeutung. Sterne entstehen in riesigen Nebeln, die sich an einigen Stellen unter dem Einfluss der Schwerkraft zusammenziehen. Das ist der Beginn eines mehrere Millionen Jahre dauernden Prozesses, während dem sich mehr und mehr Material ansammelt und eine immer größere Gaskugel heranwächst. Mit wachsender Masse wächst auch die Schwerkraft. Sie presst das Gas im Inneren des Protosterns zusammen, worauf es sich erhitzt und zu leuchten beginnt. Ist die Innentemperatur auf 15 Millionen Kelvin gestiegen, setzen die Fusionsprozesse ein und der Wasserstoff wird in Helium umgewandelt. Ein Stern ist geboren. Wie sich ein fertiger Stern weiterentwickelt, hängt von der Größe seiner Masse ab. Riesensterne, und es gibt welche, die ein Vielfaches der Masse unserer Sonne besitzen, haben einen derart hohen Gravitationsdruck, dass sie die Kernregion mit ihrem Gewicht auf kleinstem Raum zusammenpressen. Die Innentemperatur steigt aber auf Werte von mehreren Milliarden Kelvin. Jetzt bewegen sich die Atomkerne so schnell, dass sie ihre Abstoßungskräfte überwinden und verschmelzen. Es bilden sich immer komplexere Kerne und damit auch Elemente mit höherer Ordnungszahl. Unter dem Druck der Schwerkraft wird die Kernregion kleiner. Die Atomhüllen werden zerstört. Übrig bleiben Neutronen, die einander plötzlich so nahe rücken, dass der Kern kollabiert. Eine Implosion, die eine Schockwelle auslöst und den Stern zerreißt. Eine Supernova. Übrig bleibt der Kern, der so stark verdichtet ist, dass selbst die extremen Fliehkräfte bei 30 Rotationen pro Sekunde ihn nicht sprengen können. Ein Pulsar oder Neutronenstern. Der Krebsnebelpulsar ist solch ein Neutronenstern. Er ist im Jahre 1054 explodiert, was wir aus Aufzeichnungen von chinesischen Astronomen wissen. Seither breitet sich die abgestoßene Gashülle ungehindert aus und hat bis heute eine Größe von mehreren Lichtjahren erreicht. Die Nebel expandieren, bis ihre Materie so dünn verteilt ist, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen können. Entscheidend dafür, wie ein Stern endet, ist also seine Masse und der daraus resultierende Gravitationsdruck. Je größer die Masse,
desto stärker wird die Kernregion vom eigenen Gewicht erdrückt. Mittelgroße Sterne wie unsere Sonne hinterlassen einen weißen Zwerg mit 13.000 bis 15.000 Kilometer Durchmesser und circa halber bis 1,4-facher Sonnenmasse. Ein Sternriese hinterlässt einen Pulsar- oder Neutronenstern mit nur 10 bis 20 Kilometer Durchmesser, aber 1,4- bis 3-facher Sonnenmasse. Damit ist das Maximum der Materiedichte aber noch nicht erreicht. Es gibt Sternenreste, die noch kleiner sind. Ihr Durchmesser 6 Kilometer mit vielfacher Sonnenmasse. Ihre Materie ist so stark komprimiert, dass die Anziehungskraft selbst Licht daran hindert, abzustrahlen. Ohne Abstrahlung bleibt der Stern unsichtbar. Man nennt ihn ein schwarzes Loch. Was den Ereignishorizont, die Grenze eines schwarzen Lochs, überschreitet, verschwindet für immer. In seinem Inneren hören Zeit und Raum auf zu existieren. Sterne sind also sich wandelnde Himmelsobjekte. Da sie unterschiedlich lange Lebenszyklen haben, können wir sie gleichzeitig in allen Lebensphasen am Himmel beobachten. Auch unsere Sonne wird sich in wenigen Milliarden Jahren vom Energie- und Lebensspender zu einem todbringenden Monster wandeln und alles Leben auf der Erde auslöschen, das damit nur einen kurzen Auftritt in einem Universum gehabt haben wird, das wahrscheinlich auf ewig existiert. Musik